Der Zahltag für gute Arbeiter ist auf unbestimmt verschoben. Der Zahltag für schlechte Arbeiter ist gestrichen. Jo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn euch das Video gefällt, vergesst nicht zu bewerten, einen Kommentar zu schreiben oder meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und ich würde sagen, jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, Leute. Fingerfertigkeit wäre auch sehr nett. Erwarte keinen Dank von mir, bevor ich nicht wieder vollständig bin. Kein Ausruhen auf Lorbeeren. Sekretären, Chaiselongen, Klappstühlen, Hockern, Genau, finde ich auch. Jo Leute, weiter geht's bei Alice Madison Returns. Leider habe ich versehentlich den Knopf aktiviert, als ich die Aufnahme ausgemacht habe. Und dann war das nicht mehr drin. Aber wir sind basically eigentlich nur durch einen Schacht runtergehüpft und haben ihm seine Beine gebracht. Und ja, die Beine will er anscheinend noch nicht anlegen, aber kriegen wir schon hin. So, was können wir noch machen? Wir haben inzwischen genug Zähne, um das Messer abzugraden. So, wir haben jetzt Verfallklinge 3. Sieht dann so aus, das gute Ding. Ich hoffe, es war kein Fehler, die Klinge abzugraden. Die Pfeffermühle ist schon auch gut. Aber wir werden im Endeffekt sowieso alles upgraden. So. Erstmal richtig hinsetzen. Jetzt geht's weiter. Wie geht's jetzt weiter? Wie geht's jetzt weiter? Aha, hier. Ne, da waren wir schon, oder? Oh, da ist eine Flasche. Wir waren doch schon hier. Nicht? Oder bringt mich der Aufzug immer wieder woanders hin? Höchst mysteriös. Aha. Das ist also der Aufzug. Ah, okay. Okay. Ja, aber da will ich ja wieder hin. Ich will ja... Will ich nicht? Anscheinend nicht. Ah, jetzt verstehe ich's. Die Teile sind anscheinend jeweils mit so einer Bahn zugänglich. Das heißt, hier kriege ich dann wahrscheinlich die Arme. Zack, zack. Rein in die Bahn. Schmelzen und wiederkehren. Ein guter Arbeiter ist ein lebendiger Arbeiter. Frei zu leben und zu arbeiten. Ein schlechter Arbeiter ist ein toter Arbeiter und umgekehrt. Sei kein schlechter Arbeiter. Schlechte Arbeiter sind Sklaven und tot. Der Zahltag für gute Arbeiter ist auf unbestimmt verschoben. Der Zahltag für schlechte Arbeiter ist gestrichen. Ein guter Arbeiter ist ein lebendiger Arbeiter. Ah, jetzt wiederholt sich das wieder. Frei zu leben. So, Katze. Stufen zur Erleuchtung erhellen den Weg, aber die Stufen sind steil. Nimm sie eine nach der anderen. Und umgekehrt. Ja, danke für diese sehr sinnvollen Tipps, die du immer wieder gibst. Und tot. Ja. Der Zahltag für gute Arbeiter Wie geht es weiter? Unbestimmt verschoben. Ein guter Arbeiter ist ein lebendiger Arbeiter. Frei zu leben und zu arbeiten. Oh, ich Echo. Aha. Das nervt schon ein bisschen. Also die Ansage. Ah, da hinten war was. Das haben wir übersehen. So, aktivieren wir mal. Ah, jetzt bewegt sich das Ding. Ja, ein schlechter Arbeiter ist ein toter Arbeiter. Sei kein schlechter Arbeiter. Sei kein toter Arbeiter. Schnell weg von dem Ding. Das nervt. So. Zähnchen. Aha. Wenigstens ist die Ansage jetzt weg. Okay.
Wieder so ein Battle. Komm mal her, du. Alter, war das zu früh oder was? Jo, jo, sind zwei. So, Nummer eins. Und mach's Auge auf, komm. Und? Die muss man anscheinend immer zweimal treffen. Egal wie gut die Klinge jetzt ist. Oh, das sind die großen Brüder davon. Und Schwestern. Die Lavatassen. Nee, wer heißt das? Kessel. Teekessel, ne? Teekessel ist es. So. Ach, da hinten ist eine Erinnerung. Die holen wir uns gleich. Ah, keine Erinnerung. Fläschchen. Habe ich immer noch nicht rausgekriegt, was die Fläschchen sind. Aber wir werden schon was finden. So, da gibt es eine Erinnerung. So. Mit dem Gasanschluss sparen wir uns Kosten für Kerzen und Öl und können nach Brighton, Alice. Ja, können wir nach Brighton, Alice. Sieht man ja, was der Gasanschluss gebracht hat. Gott. Ah ja, jetzt sieht man die Tassen nochmal. Ich sag schon wieder Tassen dazu. Teekessel. Jo. Was sitzt da oben? Das ist so ein Augenbot. Kann ich aber nichts tun. Nun? Oh, knapp gewesen. Nein, 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 nein. Eieiei, Leute, Leute, Leute. So, wie war das? Wieso kommt da jetzt wieder Gegner? Die vorhin übersehen? Oder respawnen die da? Bin ich blöd. Mann, 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 Mann. Jetzt nochmal. Konzentrieren. Einmal hier lang. Einmal hier lang, so schwer ist ja gar nicht. Dann da durch. Und dann. Ist da die Plattform? Ja, genau. Ah ja, da muss ich dann weiter. Zu der nächsten Plattform. Komm runter, komm. Ungeduldig. So. Wow. Muss ziemlich heiß sein hier, ne? In der Lava. Jetzt bin ich wieder hier. Why? Ach, deshalb. Okay.
Ah, der geht ganz tauchen. Was steht da oben? Das selbst. Anführer. Dein neuer Anführer. Siebenschläfer. Aha. Dein neuer Anführer, Siebenschläfer. Was steht da? Industrie bleibt Fortschritt. Oder heißt das, oder? Das Industrie heißt Fortschritt. Okay. Oh, die Katze. Wo ist die Katze? Ist die Katze? Betätige den Hebel, um das Metall zu kühlen. Danke für den Tipp. Um von geschmolzen nach kühl zu kommen, Hebel umlegen. Ja. Okay, jetzt kommt so ein Feuer- und Eisrätsel. Ja, lebendig. Ein toter Arbeiter, genau. Nicht lebendig ist links und Corona ist überall. Mach's Auge auf, komm, den ganzen Tag Zeit. So. Ah, da oben ist der Heini. Oh, knapp. Rauf. So, Leute, sorry, wenn ich ein bisschen... Oh, Gott. Wenn ich jetzt ein bisschen leise war jetzt. Aber ich versuche, das so schnell hinter mich zu bringen. Ja, wieder falsch. Gut. So, diesmal warten wir. Wir warten ab, bis die Lava weg ist. Und wieder zurück, denn das war zu viel gewartet. Alter, da greift mich der Typ noch mal an, verdammt. Der Teekessel, Mann. Komm, schieß hier hin. Schnell, so, schnell. So, jetzt ist aus mit dir. Du Teekessel. Das kann ins Auge gehen, wenn man mit Tee nach Menschen wirft. Merkt ihr das? So. Aktivieren. Was geschieht? Ah, jetzt wird's kalt. Ausgezeichnet. Und ich höre ein Schweinchen. Dann schon wieder die Dinger. Ich hasse die Libellen. Ich hasse sie. Weg. Warum greifen mich Schrauben an? Ich verstehe das nicht. Gibt es hier auch im Film oder in dem Buch die Schraubellen? Ja. Ah, da kann man auch was zerstören. Dann wollte ich hier eigentlich... Ich weiß aber nicht, ob ich da rüber kann, ne? Nee. Oh Gott, komm da. Wieder so ein großer.
Ja, jetzt geht der Fokus wieder weg. Komm. Man muss ja wirklich schnitzen. Kann die anscheinend nicht abschießen. Also war es doch eine gute Wahl, das Messer zu upgraden. Abzugraden. Wo ist das Schweinchen? Wo ist das? Wo ist es? Wo ist es? Ich hör's doch. Da kann ich bestimmt nicht runter. Oder? Doch, inzwischen wahrscheinlich schon. Da ist er. Wusste ich doch, dass ich was gehört habe. Da ist auch Schweinchen. Hallo. Mann, der überhitzt zu schnell. Was zur... Geh weg! Hässlicher. So, jetzt nochmal das Schweinchen. Darf ich jetzt bitte dem Schwein den Pfeffer geben? Dankeschön. Immer kommen Gegner. Nervt. So, wo war der Gegner? Da. Mal hier, wenn wir schon mal unten sind, dann können wir gleich gucken. Was hier noch so rumliegt. Ja, genau, rumliegt. Das war's, glaube ich. Hier auch? Ja. Ist da noch irgendwas? Haha. Dann wieder hoch. Und wie geht's jetzt weiter? Da kommt man wahrscheinlich rein, wenn man klein ist. Na, kommt man nicht. Wieder eine Gelegenheit. Aber da drüben kommt man rein. Da kommt man rein. Ich sag nix, keine Gelegenheit verpatzt. Sie haben es gut gemacht, die Spielemacher. Haben sie gut gemacht. 20 Zähne. Richtig nice. Gut. Dann. Wie geht's? Oh. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Dann geht's jetzt weiter. Richtung. Des Topfes da. Jo Leute, was sich hinter diesem Gang verbirgt, seht ihr in der nächsten Folge. Danke fürs Reingucken. Schaut auch beim nächsten Mal wieder zu. Und wenn ihr wollt, schreibt einen Kommentar, lasst ein Like da und abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Jo, ich sag dann, bis denn. Tschö.